eigentlich eine ganz schöne Auszeichnung so, weil es sind Gegenspieler, es sind Leute, die du als Konkurrent hast in dem Sinn. Ist sicherlich anders, als wenn irgendwelche Fans abstimmen, von dem her hat sicherlich eine andere Bedeutung als sonst ein Award. Ja, ist natürlich eine extrem grosse Ehre für mich. Ich bin überglücklich, habe nicht damit gerechnet und ich genieße den Moment sehr und bin sehr dankbar an diesen Spielern, die mich gewählt haben. Das ist natürlich ein schönes Gefühl. Es sind ja auch nicht nur meine eigenen Kameraden, sondern auch die gegnerischen Spieler. Und ich danke natürlich all diesen Spielern, die mich gewählt haben. Das macht mich natürlich stolz und das bestätigt natürlich meine Leistung, die ich gezeigt habe in 2019. Also, es bedeutet mir viel, weil es ist eine sehr schöne Auszeichnung und ich bin sehr froh, sie zu bekommen. Und ich bin dankbar, die Leute, die mich bis jetzt begleitet haben. Ja, sicher eine grosse Ehre als persönlicher Sportler, vor allem weil es halt auch von den anderen Fußballern gewählt worden ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass man so etwas mitnehmen darf, weil doch es gibt noch 11 oder ja, mehrere andere Goalie in dieser Liga und darum ja, sehr stolz darauf. Ich denke, das ist eine grosse Anerkennung für die Leistungen von allen Leuten während dem Jahr. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass es diese Organisation gibt für die Unterstützung von den Spielern. Wir schätzen diese Arbeit sehr und ich glaube, es ist wichtig, dass die Spieler auch ein Gremium haben, wo sie unterstützt werden. Ich finde, dass es fair ist, dass man nicht eigene Spieler wählen muss. Das solidarisiert uns alle im Schweizer Fußball. Ich glaube, wir sind alle Gegner auf dem Platz. Aber wichtig ist, dass wir zusammen eine gute Ambiance haben und das findet im Schweizer Fußball statt. Und so eine Gala mit solchen Auszeichnungen ist sicher fördernd für die Zusammenarbeit zwischen Spielern, zwischen den Vereinen, aber auch mit eurer Organisation.